In Artemis Fowl beschließt der gleichnamige Spross einer alten irischen Gangsterdynastie, die energiegeladene Elfe Holly zu entführen, um mit dem Lösegeld den finanziellen Untergang seiner Familie zu verhindern. Das wiederum mündet in einem erbitterten Kampf mit dem Elfenvolk, das auch hinter dem Verschwinden seines Vaters stecken könnte. Die Armee ist im Anmarsch. Während Artemis in der Adaption der Buchreihe von Eoin Colfer als Meisterverbrecher vorgestellt wird, war es für Regisseur Kenneth Branagh wichtig, ihn nicht nur als Antiheld zu zeigen. Er ist von seiner Macht so berauscht, dass aus ihm sehr wohl ein kriminelles Genie werden kann. Jetzt muss er die Wahl treffen, ob er sich dem Bösen zuwenden möchte. Man kann ihn zu Beginn als Held bezeichnen, doch dann kommt der Punkt, an dem die Zuschauer selber feststellen müssen, ob sie ihn doch als Antiheld sehen. Und das kann man ab sofort auf Disney+. Zwar weicht die Verfilmung an manchen Stellen vom Buch ab, dennoch schafft sie es, mit visuellen Effekten zu punkten und garantiert so unterhaltsame Stunden zu Hause. Ich weiß nicht viel über Trolle. Auf was soll ich achten? Die Zähne. Sie fressen Menschen. Gut zu wissen.